Ich bin doch noch gar nicht so weit. Ich bin doch noch gar nicht so weit. Oh nein, ich habe sie doch noch gar nicht wieder belebt. Oh nein. Okay, wir machen mal einfach. Oh Gott. Ich hab ein bisschen Schiss hier. Mit Recht. Okay, der frischt wieder auf, was auch immer das bedeutet. Oh Mann, oh Mann. Okay, der kloppt auf die einen und auf die anderen nicht. Das ist toll. Da ist er, der Edge. Lydia stirbt, Edge ist da. Okay. Oh, einer ist schon weg, das ist gut. Und jetzt? Jetzt nehmen wir uns den vor. Widgar, mach mal auf dich selber. Oh, das hat geheilt. Warum hat das geheilt? Warum? Die CPU knüpfen wir uns jetzt mal vor. Whatever. Ja, schön. Hm? Du machst das und das geht nicht mehr. Ich brauche ein Item. Hör mal auf, dich zu heilen hier. Du kriegst jetzt mal Turbo-Ether. Du klopfst weiter drauf. Und du auch. Das ist schön. Zusammen kriegt ihr das noch hin. Gebacken hier. Ja, dann frisch das mal auf. Mach das mal in Ruhe. Ich mach auch was in Ruhe. Ich hole die Lydia am Start hier. Das könnt ihr ja noch eine Weile so machen. Ich mach immer noch mehr Schaden, als du dich heilen kannst. Du doofes Ding. Und so kriegen wir das hin. Ja, nichts mehr mit auffrischen. Objekt 199, was heißt das? Was heißt das? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Nein. Komm, wir werfen mal hier so ein Fuma Shuriken. Schnell. Irgendwas. Das muss doch was geholfen haben. Edge, komm. Edge, reiß es. Wiedergeburt. Oh, jetzt heilen die Dinger den. Oh, das ist ja blöd. Aber vielleicht können wir in der Zeit mal die anderen wiederbeleben. Das wäre super. Nee, Homarosa wieder. Reflekt. Okay. Als nächstes beleben wir dann Lydia wieder. Und dann müssen wir ganz schnell muss hier gehandelt werden. Aber sowas von. Guck mal, jetzt macht der, heilt der alles schön wieder, was ich gerade an Schaden gemacht habe. Das ist doch ätzend. Das ist richtig blöd. Da ist sie wieder. Noch leben wir. Wir leben noch. Gleich vielleicht nicht mehr. Na toll. Können wir mal Ashura machen? Vielleicht hilft das ja, damit die mal wieder alle da sind. Oh Manno! Jetzt bin ich echt gestorben. Oh Manno! Das ärgert mich jetzt. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Nein, wir müssen nicht nochmal alles machen. Das ist gut. Also, ich mache einfach mal weiter. Mach einfach mal weiter und verlängere den Part. Ihr werdet dann wahrscheinlich von diesen zwei Parts irgendwo einen Cut sehen. Aber was ist denn das hier aber auch? Ja, alles nicht so einfach. Wir sind alle in der Gruppe.
wir auch benutzen, aber das, nee, das will ich mir noch sparen. So ein Elixier vielleicht? Nein. Es geht ja. Eigentlich geht's ja gerade. Passt schon. Wir versuchen es einfach nochmal. Versuchen es nochmal. Komm jetzt. Vielleicht doch erstmal uns die Mitte, die CPU verknüpfen. Ich weiß es nicht, was man da am besten macht. Und dann macht er seine blöden Laserstrahlen immer. Da gehen wir ja gleich drauf. Ahahaha. Da gehen wir gleich drauf. Das hat ja mit dem Heilen jetzt gar nichts gebracht. Ja, dann nehmen wir uns erstmal die kleinen Viecher vor. Würde ich sagen. Das ist ja gemein. Rosa. Bitte nicht sterben. Toll. Das war eine blöde Runde. Eine richtig blöde Runde. So richtig, richtig blöd. Wo war jetzt irgendwie... Da habe ich ja gar keinen Bock. Da sterbe ich ja lieber. Nö, das ist mir... Ja, toll. Und soll ich jetzt alle nacheinander hier mit Phönixfedern wiederbeleben, oder was? Das war eine blöde Runde. Da habe ich gar keine Lust drauf. Schon von Anfang an nicht. Wenn das so doof läuft, dann mach ich das lieber von vorne. Ja, frisch doch auf, echt. Kannst du noch mehr Erzengel machen oder läuft nicht? Nee. Dann, Engel bitte einmal. Jetzt das Ding Schrott und dann geht das ab, die Post hier, ne? Ja, du kannst dich so viel heilen, wie du willst. Echt. Vielleicht macht er wieder sein Laserdingens und dann stehe ich da. Mach da Refleck. Sing doch mal. Ein bisschen. Ein bisschen singen. So, ich glaube, gleich haben wir das kleine Ding, aber das bringt mir nicht viel, weil dann geht's richtig ab hier mit ihm. Rosa geht's wieder gut. Ach, er singt noch, das ist schön. Ich habe Angst, wenn ich das jetzt... Ja, ich habe jetzt Angst. Jetzt haben wir das tot und dann tschüss. Tschüss heißt es dann. Wir sind ja auch irgendwie gar nicht geschützt. Ja, toll, kritisch. Ich glaube, dass das die Kugel auch gar nicht so viel hat, wenn ich ehrlich bin. Aber, du kannst jetzt mal... Mach mal Frost hier. Keine Ahnung, gib mal alles. Da stirbt man doch. Nee, noch nicht. Jetzt belebt das Ding erstmal wieder. Ja, schön. Laserstrahl und das war's dann wieder. Ne? Ja, schön. Irgendwie bräuchte ich dazu dann auch nochmal ein paar Tipps, wie man da vorgeht am besten, weil die zwei kleinen kriegt man ganz gut in. Ich würde sagen, dann doch vielleicht sich erstmal um die CPU kümmern. Weil ich glaube, die kleinen heilen gar nicht mal so viel. Also die heilen zwar die ganze Zeit, aber auch nicht so viel vielleicht, wie wir Schaden machen. Wir müssen mehr Schaden machen, als das Ding sich heilen kann. Das ist so meine Devise und ich denke, damit versuchen wir das jetzt einfach nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Ich hätte mich auch mal erstmal, ist das riesig, ja, ja, vielleicht war da nicht sogar, sagte da einer was zu... Wir müssen zuerst die Abwehrdrohne zerstören, sonst regeneriert sich das Kontrollsystem immer wieder.
Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber auf den Tipp zu hören, weil eine würde ich sagen, eine Abwehrdrohne. Und erstmal sollten wir uns wiederbeleben. Das ist total blöd, dass ich hier mit zwei Toten in Kampf gehe, ganz ehrlich. Und die ziehen ja so viel ab schon. Naja. Wir beschwören mal einfach. Eine kriegen wir hin, dass wir eine, zumindest platt machen. Und es ist auch gut, dass es auf die linke ging. Die knüpfen wir uns weiter vor hier. Die auch. Und du belebst wieder. So, schön. So, und jetzt nehmen wir uns die CPU mal vor. Mal gucken, ob das diesmal... Weil jetzt hat er noch einen zum Heilen. Ha? Das könnte klappen. Ja, heil dich mal mit einer. Weil bis der dann mal soweit ist... Und wenn Fuso ja jetzt wieder da ist, dann versuche ich mal nebenbei irgendwie mich zu schützen. Kritisch. Schön. Und jetzt weiter mit Alfred. Und zwar aus dem Grund, weil es in der Mitte auf die CPU gegangen ist. Und das ist mir gerade wichtig. Nur die CPU zählt für mich gerade. In der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. CPU. Ja, ja, frisch mal auf. Ist mir egal. Du musst mal ein Item nehmen. Nee, du betest mal. Das könnte auch helfen. Und du beschwörst. Und zwar beschwörst du mal Leviathan. Und machst Protes auf alle. Angreifen, angreifen, angreifen. Und Vitra auf alle. Das ist gut. Jetzt haben alle Protes. Jetzt vielleicht nochmal gleich irgendwie anderes. Ja, 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 ja. Sehr schön. Immer drauf, Leute. Kriegen wir noch hin. Ist nicht so einfach hier gerade, aber kriegen wir hin. So, jetzt machen wir nochmal Gemach. Gemach wäre auch gut. Oh, oder beschwören wir gerade Leviathan. Hoffentlich hilft das. Ich meine, das ist, sind ja Roboter. Oder sowas. Vielleicht hilft ja Wasser dagegen Strom ganz gut. Ne? Jawohl, das war doch super. Gemach wollte ich machen. Ach, das Ding hat ja Reflex gemacht, ne? Deswegen. Ja, dann halt physisch und beschwören. Titan machen wir. Komm, wir haben jetzt so viel Schaden gemacht. Wir haben echt schon viel Schaden gemacht. Ich denke, das könnte diesmal eine Runde werden. Das war Runde 3. Hallo? Brauchst dich gar nicht auffrischen hier. Diesmal Titan. Das Gute ist bei Beschwörungen, auch wenn der Gegner da Reflex benutzt hat, das hilft trotzdem nicht. Das ging sogar auf den anderen. Das ist gut. Ich brauche unbedingt mal was hier für Sie, Turboäther. Komm. Ich habe einfach keinen Turboäther. Schaden, Schaden, Schaden. Ja, frisch doch auf. Wir ziehen dir genauso viel wieder ab, damit du gar nicht erst irgendwie so weit bist. Wieder.
dich aufzufrischen. Und da kommt auch gleich noch Shiva hinterher. In der Hoffnung, dass wir wieder weiter Schaden abziehen. Er hat seinen Laserstrahl-Scheiß nicht gemacht, weil wir halt immer noch diese Abwehrdingens haben. Aber irgendwann muss das Ding doch auch mal klein gehen. Die CPU hat jetzt so viel Schaden genommen. Und lebt immer noch. Keine Ahnung warum. So, ich mach mal Bio. Weiß ich nicht, ob das geht. Und du brauchst irgendwie mal auch einen Turbo-Ether. Toll, das ging auf uns, die Vergiftung, weil wir Refleck haben. Shit. Habe ich vergessen. Aber kriegen wir wieder hin. Kriegen wir hin. Wir machen mal den Drachen und Medica ganz schnell, damit wir das wieder rückgängig machen. Huch, das wollte ich gar nicht. Schwarzmagie. Ich darf ja nicht auf ihn so zaubern. Das ist gar keine gute Idee. Also mache ich lieber Weißmagie. Und beschwören. Oder? Ja. Zieht sich ein bisschen hin hier gerade mit den Kämpfen. Aber wenigstens lebe ich schon relativ lange und greife auch schon ziemlich lange an. Also von daher, ich hab ihn. Ja, ich habe die CPU geknackt. Super. Und ich sag noch gerade, es dauert ein bisschen. So, jetzt müssen wir uns um den Kleinen hier kümmern. Das sollte zu schaffen sein. Das kriegen wir hin. Der Kleine kann nämlich nicht viel. Der kann nur heilen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. So, wir kloppen drauf. Der kann nämlich echt nichts. Das ist nur das Heilungsding. Also war die Taktik von mir echt gut. Es hat ganz gut geklappt. Oh, das ist aber nicht gut. Und wir müssen mal unbedingt hier Lydia heilen. Ist sie? Nee. Und der Cecil, der heilt immer. Warum heilt der? Ich glaube, der hat die falsche Waffe ausgerüstet. Der hat ein falsches Schwert. Das ist nicht so gut. Wieso geht denn das hier eigentlich mit ihr nicht? Komisch. Was hat denn geholfen? Blitzra? Also wir greifen mit dir nicht mehr an, mein Lieber. Du kannst jetzt mal dich um Lydia kümmern. Gehen wir. Das darfst du mal machen. Ja. Lähmung. Und Schwarzmagie. Jetzt können wir alles nehmen, was uns lustig erscheint. Was hat denn Lydia? Ich verstehe es gerade auch gar nicht. Irgendwas zieht ihr da die ganze Zeit noch was ab und ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Wie kriege ich das denn mal raus? Nee, ich mach mal den Automodus weg. Und wir heilen schon wieder mit Blitz. Und du sollst doch gar nicht angreifen. Ich will den Automodus nicht. Kannst du das mal studieren, das Ding? Was da irgendwie wirklich hilft? Absorbiert alles. Ach so, alles ist nicht gut für den. Kann aber auch nicht irgendwie... Wie wäre es mit einem Allheilmittel? Da, das hilft doch bestimmt gegen Rydias komische Geschichte. Und dann... Ja. Kriegt sie ein Vitra. Und du? Können wir jetzt eigentlich nur mit normalen Angriffen das Ding platt machen? Ja, ich denke, der Edge, der macht das schon auf Dauer, aber...
Mit Blitz, also mit Radio können wir nicht angreifen. Schwarzmagie geht ja auch nicht. Wenn er alles absorbiert, können wir dem Entzug machen. Das könnten wir vielleicht machen. Und wir könnten ein Item werfen. Das können wir auch machen. Aber das ist ja dasselbe, wie wenn wir zaubern, oder? Subspirit. Könnte helfen. Ach, irgendwann ist der doch bestimmt platt. Blitzer, Blink, Tobsucht, Hass, Reflex, Stopp, Tod, Stumm, Gemach, Gemach. Und Angriff. Und du beschwörst nochmal ein Schokobo, das machst du. Das ist doch eine gute Idee. Und dann hat hier jemand Ätherprobleme, da kann sich doch der Cecil drum kümmern. Beschwören können wir ja auch, fällt mir gerade so ein. Ich dachte, den kriegen wir schneller platt. Den Kleinen hier. Immerhin 769, nachdem wir ihn ja auch schon die ganze Zeit geheilt haben. So, weiter drauf. Ah, jetzt haben wir ihn. Ach, Gott sei Dank. Die ganze Zeit heile ich ihn auch, während ich ihn angreife. Das ist immer so blöd. Cecils Stufe, Lydias Stufe, Sojas. Alle leben. CPU besiegt, Errungenschaft. Geschafft. Es arbeitet nicht mehr. Ihr. Ihr wagt es, meine Pläne zu durchkreuzen? Du bist. Was bin ich, alter Mann? Weißt du denn nicht, wer du bist? Wer ich bin? Komm zu dir! Oha, was macht Fusoya denn jetzt mit Golbez? Nein! Why? Why was I so consumed by hate? You've regained your senses then. Do you remember your father's name? My father. His name was Kluya. Then you're Cecil's own brother? Golbez is my. You were being manipulated by the all-powerful will of Zemus. Your Lunarian blood rendered you an easy target for his curse and bound your thoughts to his. To think Kluya's sons would be made to fight one another. Fusoya! I fought him. I hated him. My own brother. You are my brother. But were it me, the one Zemus chose to control, our roles might just as well have been reversed. No. There was evil in me long before all this. What? I'm the one who abandoned you. Cecilia, das hast du wunderbar gemacht. Und auch wenn es jetzt gerade sehr, sehr spannend ist, werde ich an der Stelle kurz einen Cut machen, damit es im nächsten Part weitergeht mit Final Fantasy 4 und ich nicht alles zerstören und zerklüddeln muss, zerschneiden muss, mäßig. Ihr wisst schon, da ich gerade sehr viel am Stück aufgenommen habe. Also bis zum nächsten Part. Ich freue mich, es ist spannend und wir haben die CPU besiegt. Also bis dann.